Soll es die Ossi? Und der Himmel hat sich wieder mal bedeckt, nachdem wir losgefahren sind. Und wir wollen jetzt eine kleine Bootsfahrt unternehmen. Und da hofft man natürlich, dass der Regen noch ein bisschen fern bleibt. Aber für Notfall haben wir Regenjacken dabei. Schauen wir, was dabei rauskommt. Also so ein Fahrradnavi ist schon eine gute Sache. Denn vom Bomo-Stellplatz hätten wir jetzt nicht hierher gefunden ohne Navi. Ja. Oder viel schwerer. Ja, es ist schon ein bisschen kurvig. Ja. Ja, also insoweit können wir das Ganze nur empfehlen. Und wir stehen jetzt hier schon mal am Kanal. Und gleich geht's los mit der Kanufahrt. Ja, hast du eigentlich schon gesagt, wo wir sind? Nein, das soll ja Überraschung sein. Klar, steht ja auch gar nicht im Text dann, gell? So, und wie ihr bestimmt schon rausgefunden habt, stehen wir am Spreewald. Oder im Spreewald, wie heißt das? Ja, im Moment würde ich sagen am Spreewald, denn das ist ja kein Wald, wo wir jetzt sind. Ja. Also wir sind auf jeden Fall in Lüben. Genau. Und jetzt da rollen wir jetzt. Wir warten, bis der Regen kommt und dann gehen wir mit dem Kahn los. Ja, also so wie es aussieht, ist der Wettergott nicht so ganz auf unserer Seite. Jetzt warten wir mal ab, wie es ist. Also eine Regenjacke haben wir dabei, einen Regenschirm haben wir auch dabei. Jawohl, also, ansonsten gute Laune haben wir auch. Ja, kalt ist es nicht, also im Notfall werden wir halt etwas nass. Also jetzt hören wir mal weiter, wie es so weitergeht und also jetzt schauen wir mal. Richtet euch eine Regenjacke her, dann dürft ihr mitkommen. So kann man natürlich auch losfahren. Aber wir nehmen lieber den Stocherkran und den Stocherkran mit Motor natürlich. Mit Motorstocher. Starken tun die hier eigentlich. Starken. Also wir nehmen den starken Kran mit Motor. Ja, mal schauen, ob er starkt. Ja. Aha, da kommen noch welche. Also kriegen wir auch Erklärungen dazu. Und die geben wir dann an euch weiter. Ja. Ui, da hast du sogar eine starke Stange. Ja, das wäre ja sonst nicht das Richtige. So, und pünktlich geht's los mit dem Regen. Die Ossi freut sich auch schon. Regenurlaub. We'll be right back.
mal beißen. Echte Spreewälder Essiggurke. Hier Gewürzgurke. Was schmeckt den Spreewald? Lecker. So, wir sind bereit für die Weiterfahrt. Frisch gestärkt mit Bismarck-Hering aus der Spree? Nee. Bestimmt nicht. Aber die Gurke vom Spreewald. Jawohl, das war eine Gewürzgurke und die war lecker. Also erstens sind wir trocken geblieben. Sehr wichtig. Ja, zweitens war es sehr schön. Ja, war sehr angenehm. Wir hoffen, euch haben die Bilder auch gefallen. Und wir wären ja nicht wir, wenn wir dann auch nicht noch uns ein bisschen schlau gemacht hätten und unser Schlauheit gleich an euch weitergeben. Also die Wasserwege hier sind zu 70% natürlich und zu 30% kanalisiert. Und es sind ungefähr 1000 Kilometer der Spreewald, also diese zwei Flüsse da, oder drei Flüsse, die sind, sind 1000 Kilometer und sind maximal Wassertiefe 4 bis 6 Meter. Und da muss dann mit dem Motor gefahren werden und ansonsten wird gestarkt. Gestarkt, genau. So, also. Und im Spreewald, das sind ja die Sorben. Und das, genau. Die haben also slawische Ursprung. So, und jetzt machen wir seid weiter. Ihr wieder voll informiert. Jawohl, so gehört es sich ja, wenn man Videos von uns schaut. So, wir stehen jetzt hier in Lügen. Aber nicht auf dem Campingplatz, sondern vor dem Campingplatz. Und der Stellplatz wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt für Wohnmobile. Unbegrenzte Dauer, allerdings ohne Versorgung und Entsorgung. Muss man sich halt entsprechend einrichten. Aber ich finde, dieser tolle Service, ja, der hier angeboten wird. Denn da kann man jetzt schön Ausflüge machen, so wie wir das hier auch immer tun. Campingverhalten ist verboten. Ist klar, man Kiese rausfahren, Tische und Stühle rausstellen. Muss ja auch nicht sein. Wenn man einen Liegestuhl rausstellt, also da sagt sicherlich niemand was, aber halt kein Campingverhalten mit Teppich und so weiter und so fort. Campingplatz ist ja gerade hier um die Ecke. Ja, und das steht übrigens in der App von ProMobil falsch drin. Da steht drin, der Stellplatz hier kostet 15 Euro und gehört zum Campingplatz, aber das ist falsch. Der gehört nicht zum Campingplatz und kostet auch nichts. Ja. Haben wir klargestellt. Wenn ihr nach Lügen fahrt, dann ist das hier eine schöne Möglichkeit. Aber die Ursi hat mir schon gesagt, in Lübenau ist es eventuell schöner und das schauen wir uns auch noch an. Ja, wir wollen ja mit dem Fahrrad jetzt hinfahren. Also mit dem Fahrrad dann hinfahren, je nachdem, wie es weiter wird. Schauen wir nochmal. Thank you.
Also, jetzt geht's endlich los. Das ist immer ein Drama, bis das bei uns losgeht. Aber das liegt nicht an mir. Die Ursi ist schuld, wie immer. Ja, ja. Ist bei euch auch immer die Frau schuld? Bei uns bin immer ich schuld. Ja, wer ladet die Akkus nicht auf? Wer erinnert mich nicht dran? Aber jetzt fahren wir los. Und zwar wollen wir nach Lübenau fahren, also von Lüben nach Lübenau. Und zwar gibt es da einen Radweg und der nennt sich der Gurkenradweg. Ah, und den wollen wir jetzt fahren. Alles klar. Und es soll der richtige Spreewald sein, sagt die Ursi. Ja. Ja, das ist jetzt hier auch der richtige Spreewald, aber halt mehr der, am Rand. Also der Randspreewald. Also auf geht's, Ursi, komm. Ja. So. Wieder einhändig fahren, das ist für die Spezialisten von euch ja immer so interessant. Ich weiß selbst, dass ich irgendwann auf der Schnauze liegen werde. Aber noch geht's gut. Und wir haben wieder unser Fahrradnavi dabei. Der sagt, es sind 13,8 Kilometer. Und die Ursi ist auch dabei, also passt alles. Elf Kilometer steht da vorne angeschrieben. Ja, da steht 12,7 Kilometer. Ha? Ich habe jetzt auf der App stehen 12,7 Kilometer. Zum großen Hafen, da fahren wir hin. Ja, ja? Genau. Mhm. Und so wie mir das ausschaut, scheint es, was Kahnfahrten angeht, wesentlich weitläufiger oder besser erschlossen zu sein. Auf jeden Fall viel größer und touristisch halt viel größer. Ja, ich denke, wie du sagst, dass das wahrscheinlich schon der Hauptpunkt vom Spreewald ist, Lübenau. Ja, so habe ich das in Erinnerung. Ja. Ist zwar schon sehr lange her, dass ich damals da war. Aber das du kannst dich erinnern. Ja, das war kurz nach der Wende und da habe ich meine erste Spreewälder Gurke gegessen. Aha, okay. So, da geht es zum Hafen. Fahren wir da mal hinter. Kranabfahrtstelle. Fahren wir hinter. Ha? Nee, da ist nächste Abfahrt, 15 Uhr. 2 Stunden. Ja. 15 Uhr, nächste Abfahrt, 10 Minuten, aber 2 Stunden. Wollen wir das machen? Nee, ne? Ab einer Stunde, stell das bei uns doch lieber. Eine Stunde fahren wir nur mehr, Ossi. Oder? Fahren wir nur mehr eine Stunde. Wenn du willst. Ja. Fahren wir mal vor, komm. So. Thank you.
Grüß Gott. Hallo. Kahn fahren, wo ist das hier bei Ihnen? Ja. Eine Stunde? Anderthalb. Kürzer geht nicht. Bitte? Kürzer geht nicht. Jetzt mal schon wieder in den Kahn. Aber diesmal in Lübbenau. Jetzt fahren wir nochmal. Wir wollten nur eine Stunde Kahnfahrt machen, aber das geht erst ab 1,5 Stunden. Machen wir die 1,5 Stunden. Nochmal. Genau. Aber das ist jetzt durch Lübbenau und ich habe das auch anders in Erinnerung, als das heute Morgen war. Aha, schöner. Und ich meine, ja, es ist interessanter. Also, dann müssen wir das doch auch erlebt haben. Also es ist ein bisschen schwierig, wir warten jetzt da auf weitere Gäste, weil für 2, 3 will sie nicht losfahren, aber ich sage zu jedem, das kann eine halbe oder dreiviertel Stunde dauern und dann geht jeder wieder weg. Jetzt sind wieder 2 Interessenten bei ihr. Ja. Also man müsste denen mal eine neue Geschäftsmethodik erklären, oder? Die, wenn sie jeden Gast sagen, der in 10 Minuten geht's los, dann warten die nämlich gerade 20 Minuten und da hätten viel mehr kommen. Ja, und wenn es uns nämlich jetzt dann zu lang dauert, dann gehen wir nämlich auch wieder. Dann sind wir nämlich auch weg, aber jetzt kommen wir welche. Wir haben uns nämlich extra reingesetzt, weil wir gedacht haben, wenn welche drin sitzen, dann kommen vielleicht die anderen. Und wir haben uns schon plötzlich schon mal organisiert. Ja. So, jetzt sind 2 weitere da. Gleich geht's los. Wir haben Hoffnung, dass losgeht, was ich, oder? Ich glaube, nehmen wir eine Lappenstunde. Wie heißt es so schön, das Boot ist voll? Ich denke zumindest, jetzt können wir starten. 5 Minuten hat sie schon angekündigt und jetzt kommen nochmal Leute. Also. Die haben ja ihr sogar vermittelt, gell? Ja, genau. Sie hat gesagt, da kommen Leute. Und da hat sie es angesprochen, dann sind die tatsächlich gekommen. Ja, das sah schon so aus, wie wenn die mitfahren wollte. Ja, wir mussten jetzt damit mithelfen, ja. Jetzt sind es genug 12 Leute, also 14 Euro für 1,5 Stunden, das geht, oder? Ja, Corona-Krise macht halt alles kaputt. Ja, doch genug. Ja, ja, sonst ist hier alles voll. Das ist ein Fischkasten, was man da sieht.
sieht man, ich bin ungeduldig. Zwei Kanufahrten, 3 Stunden im Kran, im Stocherkran. Wie heißt der Kran? Kran. Und wir sind jetzt tiefenentspannt und wir hoffen, ihr seid es auch. Ja, er wollte unbedingt nochmal hier Kahn fahren. Ja, die Ossi hat gesagt, hier ist schöner. Und ich muss ja wirklich sagen, das in Lüben war nicht schlecht mit den Schleusen, aber hier in Lübenau war es eigentlich mehr Spreewald. Ja, mehr also, Spreewald und mehr entspannend natürlich. Vor allem, wenn man 2 macht. Ja. Aber es waren beide. Also ich würde sagen, sind beide gut, oder? Ja, absolut. Beide empfehlenswert. Yes. So, und zum Abschied gibt es noch 2 Gurken. Oh, hoppala. Eine Gewürz- und eine saure Gurke. Genau, die Gewürzgurke ist für den Herre. Die große natürlich, ja. Auch sauer. Mal kosten. Probier mal. Die ist doch sauer. Nö, das schmeckt irgendwie nicht sauer. Gewürzgurke ist sauer. Sag mal. Gewürzgurke ist eindeutig besser. Oder? Und größer. So, jetzt sieht man Rückweg an. Jetzt geht's nach Lüben. Lüben, ja. Von Lübenau nach Lüben, mit dem Fahrrad. Genau. Das war doch heute mal wieder ein richtig schöner Tag. Und gleich 2-mal Kran fahren. Ja, wobei das in Lüben mit deiner Schleuse war auch nicht schlecht. Ja, genau. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich sicher, dass es ein Biber ist, und oder? Kein Nutria, ja. Ja, aber wir können ja doch nochmal, oder vielleicht können unsere Zuschauer sagen, was das sind. Genau. Biber oder Nutrias, ja. Oder? Und das Nion hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und es hat nicht geregnet. Das auch doch, ja. So. Kannst alles lassen, wie es ist. Ich mach alles weg. Die Ursi will nicht sagen, dass es ein schöner Tag war. Weil wir das jetzt schon mal gesagt haben. Und ich möchte euch doch noch Tschüss sagen. Tschüss! Wir fahren nämlich jetzt von Lüben weg. Wir können das nur empfehlen. Entweder am Campingplatz oder am Stellplatz. Es ist auf jeden Fall wunderschön am Spreewald. Wie es jedem einfach beliebt. Genau. Und jetzt muss ich Schluss machen. Leider, ich hätte mich gerne ein wenig mit euch unterhalten. Aber nächstes Mal wieder. Die Ossi drängelt. Ja. Wahrscheinlich hat sie Hunger. Hunger und Durst. Und das ist bekanntlich stärker als Heimweh. Also, tschüss, macht's gut. Bis Ciao. Dann. Ciao.